Was es geben muss, ist tatsächlich so etwas wie eine unabhängige Entscheidungsfindung und eine unabhängige Beurteilung der Situation Griechenlands, so wie das ja auch bei einer Unternehmensinsolvenz etwa stattfindet, wo ja auch nicht die Gläubiger oder der Schuldner selbst einseitig eine Entscheidung treffen kann. Das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass man zu einer Art Kompromiss kommt, die auf der einen Seite die Überlebensinteressen der Bevölkerung des Schuldnerlandes berücksichtigt und auf der anderen Seite den Verlust für die Gläubiger so gering hält, wie es halt möglich ist. Wer könnte jetzt diese Rolle übernehmen? Die Vereinten Nationen, UNO? Das wäre eine Option, wobei die UNO ja relativ unspezifisch ist. Die UNO ist eine Riesenorganisation mit vielen Unterorganisationen. Es gibt Kollegen aus dem akademischen Bereich, die mit sehr guten Gründen dafür plädieren, so etwas wie einen internationalen Schuldenschiedsgerichtshof zu schaffen. Wir haben den Eindruck, dass es im Moment klüger, auch ein Stückchen pragmatischer wäre, zu sagen, wir brauchen eigentlich gar kein geordnetes Verfahren im Sinne eines Gerichtshofes, sondern es könnten sich auch jetzt Schuldner und Gläubiger zusammensetzen, jeweils einen Schiedsrichter benennen, die zwei benennen zusammen einen dritten und dann hätte man einen Panel, der in der Lage wäre, neutrale Entscheidungen herbeizuführen. Die Organisation Elassia spricht ja von untragbaren, ungerechten Schulden, die von Griechenland eingesetzte Wahrheitskommission gar von illegalen Schulden, gestützt darauf, dass bei der Kreditvergabe die griechische Verfassung ausgehebelt worden sei. Immer mehr FinanzexpertInnen plädieren für einen Schuldenschnitt. Warum weigern sich denn die internationalen Geldgeber nach wie vor standhaft, diesen überhaupt in Betracht zu ziehen? Es gibt, glaube ich, inzwischen einen sehr weitgehenden Konsens, dem sich selbst die Hardliner unter den G7-Regierungen nicht verschließen können, dass Griechenlands Schulden untragbar sind. Also bei 180% des Bruttoinlandsprodukts gibt es nicht mehr sehr viel zu diskutieren, jedenfalls bei einem Land wie Griechenland nicht. Die Frage, wie berechtigt die Forderungen sind, das ist tatsächlich eine relativ offene Frage, weil sie sich auf ein zumindest umstrittenes juristisches Gedankengebäude stützt, nämlich die Doktrin der sogenannten verabscheuungswürdigen Schulden. Aber es gibt keinen internationalen Konsens darüber, wann eine Schuld eigentlich illegitim und daher nicht eintreibbar ist. Die Gläubiger haben natürlich immer versucht, diese Art von Diskussionen zu vermeiden, weil dadurch ihre Mitverantwortung dafür, dass ein Land in eine solche Situation wie jetzt Griechenland geraten ist, natürlich in den Vordergrund rücken würde. Daran hat ein Gläubiger, ganz besonders einer, der Dreck am Stecken hat, natürlich überhaupt kein Interesse. Was ich ehrlich gesagt noch viel skandalöser finde, sie verweigern sich auch einer Diskussion um die Schuldentragfähigkeit Griechenlands. Also Griechenland ist mit dem Dreifachen der Schuldenobergrenze von Maastricht verschuldet und Herr Schäuble und andere tun so, als sei das irgendwie durch Sparmaßnahmen wieder auf ein tragfähiges Niveau runterzubringen. Das ist ökonomisch schon so blödsinnig, dass es fast kriminell ist. Sie sprechen deshalb ja auch von Insolvenzverschleppung, also sprich, dass der Staatsbankrott einfach hinausgeschoben wird. Mittlerweile ist ja wäre die Rate beim Internationalen Währungsfonds fällig gewesen. Das Kreditprogramm der Euroländer ist ausgelaufen. Faktisch ist Griechenland eigentlich schon jetzt zahlungsunfähig. Was bedeutet denn das jetzt konkret? Also das bedeutet zunächst mal gar keine so dramatische Veränderung, denn beginnend mit dem Rettungsprogramm von 2010 ist Griechenland eigentlich vollständig abhängig gewesen von öffentlichen Finanzierungen, die überwiegend aus Sondertöpfen gekommen sind, um das Land eben über Wasser zu halten. Es ändert sich natürlich de facto insofern etwas, als das Land keine Schuldendienstfähigkeit mehr hat. Also da kann man nichts mehr holen, weil nichts mehr da ist. Es sei denn, die Griechen würden entscheiden, tatsächlich nach den Vorgaben der Troika die Leistungen des Staates so weit einzuschränken, dass wir da Mittel zur Verfügung stünden. Aber das lehnt die griechische Regierung mit sehr guten Gründen ja ab. Was gibt es denn für andere Möglichkeiten, falls sich jetzt Griechenland trotz allem entscheidet, den Forderungen der Troika nicht nachzukommen? Wir haben sehr dafür plädiert, dass Griechenland so etwas wie eine Schuldenkonferenz organisiert. Das heißt, dass man vielleicht etwas geschickter als die Regierung Tsipras das bisher getan hat, dass man deutlich macht, man bemüht sich darum, eine faire Lastenverteilung zwischen Gläubigern und Schuldnern anzustreben. Und dann etwa nach dem Vorbild der Londoner Schuldenkonferenz 1953, mit der seinerzeit die junge Bundesrepublik Deutschland weitreichend entschuldet worden ist, unter anderem übrigens auch von Griechenland,
nach diesem Vorbild zu einer fairen und vernünftigen Lösung zu kommen, die wahrscheinlich bedeuten müsste, dass mindestens die Forderungen in großem Maße gestreckt werden, die an Griechenland bestehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein großer Teil davon abgeschrieben werden muss, aber der Rest hätte dann endlich auch wieder eine Chance auf Bezahlbarkeit und das wäre für die Gläubiger nicht der schlechteste Anreiz, sich an einer solchen Konferenz zu beteiligen. Bei einigen europäischen Ländern hätte vielleicht Griechenland mit einem solchen Vorschlag vielleicht sogar Chancen. Wenn Sie Deutschland ansprechen, Deutschland gehört ja zu denjenigen Ländern, die sehr stark auf den massiven Sparkurs pochen. Warum gerade Deutschland? Das ist eine fiese Frage. Man kann da eigentlich nur ein bisschen spekulieren. Zum einen hängt es damit zusammen, dass Deutschland mit dem Sparkurs in anderen Ländern sichergestellt hat, dass die eigenen Exportüberschüsse weiterhin bezahlt werden können. Deutschland ist im Moment ökonomisch extrem erfolgreich, weil es große Exportüberschüsse erwirtschaftet, nicht zuletzt gegenüber fast allen Partnerländern in der Eurozone. Und das häuft natürlich Ungleichgewichte an. Das heißt, das eine Land wird immer mehr zum Schuldner eines anderen Landes. Und das verschafft Deutschland einen starken Anreiz dafür, auf solche Austeritätspolitiken zu drängen.